Hi, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute mal ein kleiner Lifehack zur Sage Express Impress. Und zwar, wenn der Kaffee nicht, oder passt auch bei anderen Sage-Maschinen, wenn der Espresso oder euer Kaffeebezug nicht heiß genug ist, dann gibt es einen kleinen Trick, um das etwas heißer zu kriegen. Selbst wenn ihr hier schon alles so eingestellt habt, dass es heiß ist. Und zwar ist mir aufgefallen, wenn ich mir einen Cappuccino ziehe, mache ich immer erst den Milchschaum. Und wenn ich dann den Espresso ziehe, ist der Espresso heißer, als wenn ich ihn normal ziehe. Ich schätze, es hängt damit zusammen, wir haben nur einen Thermoblock hier drin und die Maschine zeigt immer sehr schnell an, dass sie einsatzbereit ist, aber in Wirklichkeit ist das Ganze noch nicht richtig heiß. Und wenn ich jetzt Milchschaum ziehe, dann muss sie den Thermoblock hochheizen, um den Wasserdampf zu erzeugen und dadurch, wenn wir dann direkt danach einen Espresso ziehen, ist das Ganze heißer. Also das heißt, ich gehe dann ins Milchprogramm, wenn ich jetzt keinen Cappuccino mache, gehe auf manuell, lass das Ganze hier laufen, eine Zeit lang. Und danach habe ich den besten und heißesten Kaffee, den es gibt. Je nachdem könnt ihr dadurch natürlich hier auch schon euer Glas drunter halten. Und das ist dann schön heiß. Und wenn ihr den Kaffee dann zieht, dann habt ihr auch wirklich um ein paar Grad heißeren Kaffee. Aber ihr müsst ihn direkt danach ziehen, weil der Block dann noch aufgeheizt ist. Und ihr müsst das Ganze hier auch eine Zeit lang dampfen lassen. Im Prinzip so lange, wie wenn ihr sonst Milchschaum dampft. Spooky. Ich brauche keine Nebelmaschine dafür. Das kann die Maschine von alleine. So, wenn ihr jetzt einen Kaffee zieht, dann ist der auch heiß. Hoffe, der kleine Tipp hat euch gefallen. Gebt mir gerne einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.